So sieht es aus, das neue Gotteslob. Am 15. Oktober wird es in ganz Unterfranken im Handel erhältlich sein, mit einer Startauflage von 150.000 Stück. Schon vor Verkaufsstart ist die Nachfrage in der Würzburger Buchhandlung am Dom groß. Seit das Bild mit dem Herrn Bischof in der Zeitung war, dass der Druck gestartet ist, kommen am Tag 3-4 Leute, die gerne das Gotteslob schon in der Hand hätten. Wie beim bisherigen Gotteslob auch, gibt es in der neuen Version den sogenannten Stammteil, der für alle Bistümer gleich ist. Und aber auch den diözesanen Eigenteil mit individuellen Texten und Liedern. Für den Herausgeber des Gotteslobes im Bistum Würzburg, dem Echter Verlag, geht mit der Veröffentlichung kein alltägliches Projekt zu Ende. Es bedeutet für uns natürlich auch eine gewisse Ehre und Freude und es ist auch ein Vertrauensbeweis seitens der Diözese. Und es ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt, das darf man nicht außen vor lassen. Bischof Friedhelm Hofmann lässt es sich nicht nehmen, die ersten Exemplare zu signieren. Jetzt wird das Buch verkauft. Es kann von den Leuten als Hausbuch benutzt werden. Dafür ist es ja auch gedacht, neben der Liturgie auch zu Hause Verwendung zu finden. Und ich freue mich riesig, weil ich immerhin 11 Jahre meines Lebens mit diesem Gotteslob verbandelt habe. Und denke, jetzt ist es wirklich da und es kann seinen Zweck erfüllen. Wer das neue Gotteslob kauft, kann übrigens zwischen 4 verschiedenen Varianten wählen. Die Standardversion in Dunkelgrau für den Privatgebrauch, einen Kunst oder echtem Leder. Mit bunten Einbänden kann man sich sein Gotteslob übrigens individuell aufhübschen.